Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Warframe-Bildvideo, diesmal zur Godwar Prime. Die Godwar Prime hatten wir uns nach ihrem Release im Sommer 2023 angeguckt, denn diese Waffe bekam man als Twitch-Drop von der Tennocon. Danach konnte man sie bei Baru Ketir für, ich glaube, ungefähr 600.000 Credits, also relativ teuer, kaufen. Dementsprechend kriegt ihr diese Waffe nur über Twitch-Drops, wenn diese angekündigt werden. Oder Baru Ketir, wenn er sie in sein Angebot hat. Theoretisch könnt ihr die Waffe auch mit anderen Leuten handeln. Das geht, wenn andere Leute die anbieten. Allerdings dürfen diese Leute da keinen Former installiert haben. Die Waffe muss ungelevelt sein. Und auch es darf kein Orokin-Beschleuniger in der Waffe drin sein. Wenn das alles vorhanden ist, dann könnt ihr die Waffe von anderen Leuten kaufen. Könnte aber relativ teuer sein. Deswegen, ja, ist eine Waffe, die einige Spieler haben, aber wahrscheinlich nicht alle. Ist trotzdem eine sehr gute Waffe. Das Besondere an dieser Waffe ist, sie hat einen Spezialeffekt. Wie viele der neueren Waffen, die in den letzten 2-3 Jahren rausgekommen sind, hat sie einen Spezialeffekt. Nämlich, dass wenn wir einen Statuseffekt mit dieser Waffe auslösen, haben wir eine Chance, dass der nächste Schuss 300% mehr Crit-Chance hat. Wir machen Red-Crits mit dieser Waffe ohne Ende. Und diese Chance beträgt 15%. Jedes Mal, wenn wir einen Statuseffekt auslösen, haben wir eine 15% Chance, dass wir der nächste Schuss 300% mehr Crit-Chance hat. Deswegen kann man in der Theorie auf Crit-Chance-Mods verzichten. Ich habe euch zwei Builds mitgebracht, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, die sind sehr, sehr ähnlich. Also es gibt kaum einen Unterschied dabei. Wir haben einmal einen mit Einkerbung und einmal einen ohne Einkerbung. Der mit Einkerbung verzichtet an dieser Stelle auf ein Crit-Chance-Mod. Hier haben wir keinen Crit-Chance-Mod dabei. Wir haben stattdessen galvanisierte Begabung für 80% Statuschance. Wie gesagt, Statuschance, wenn wir einen Statuseffekt machen, kriegen wir die Chance, dass wir deutlich mehr Crit-Chance haben. Und wenn wir einen Kill machen, 40% mehr Schaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf den Gegner für 20 Sekunden. Das ist bis zu zweimal stapelbar. Kann man theoretisch auch rausnehmen für die Einkerbung. Deswegen, hier haben wir einmal Einkerbung drin, im nächsten Bild dann nicht. Dann haben wir einmal Einkerbung, galvanisierte Kammer. Nach 5 Kills haben wir maximalen Mehrfachschuss. Dann haben wir Scharfsinn für Crit-Schaden. Jägermunition, denn Jägermunition auf dieser Waffe ist ziemlich gut. Ist eine Crit-Waffe für Schnittschaden gedacht, würde ich so sagen. Deswegen nehmen wir die auf jeden Fall mit rein. Denn dann haben wir die Chance, dass ungefähr jeder dritte kritische Treffer zu einem Schnittschaden umgewandelt wird, denn diese Waffe macht lediglich Durchschlagschaden. Durchschlagschaden und Virusschaden haben wir auf dieser Waffe nur. Deswegen bietet es sich an, wenn wir galvanisierte Begabung nutzen, kriegen wir ja pro wirkenden Statuseffekt, wenn wir einen Gegner töten, 40% mehr Schaden. Das ist bei dieser Waffe Durchschlag, Virus und Schnitt. Das kann man natürlich jetzt noch mit Warframe-Fähigkeiten oder der Nahkampfwaffe oder einer Sekundärwaffe verbinden, um noch mehr Damage rauszubekommen, die dann halt andere Statuseffekte auf den Gegner macht als Durchschlag, Virus und Schnitt. Naja, dann haben wir noch Primed Kryokugeln in Kombination mit infiziertes Magazin für entsprechenden Virusschaden und einmal Hammerschuss, eine Karte, die man nicht so häufig sieht, gibt uns 60% Crit-Schaden und nochmal 80% Statuschance. Falls man hier irgendwelche Karten missen sollte, die man nicht hat, man kann überlegen, schweres Kaliber mit reinzunehmen. Man kann natürlich wie bei jeder Waffe überlegen, wo haben wir es, die Verderben-Mods mit reinzunehmen. Wenn man gegen eine bestimmte Fraktion spielt, gegen das Raunen, gegen Befallene, gegen Renier, dann kann man da die Verderben-Mods mit reinnehmen. Die sind auch sehr gut, weil das halt additiv gerechnet wird mit dem Schaden hier gegen die entsprechende Fraktion. Ist dann aber nur gegen diese Fraktion und ihr müsst diesen Mod halt austauschen, wenn ihr gegen andere Fraktionen spielt. Ebenfalls interessant wäre sowas wie Vigilante Aufrüstung, gibt uns nochmal mehr Mehrfachschuss und hat halt den Vigilanten-Bonus. Oder man geht ein bisschen mehr auf Feuerrate mit Vigilante Eifer. Ist auch möglich. Aber ich denke, diese Waffe braucht eigentlich keine Feuerraten-Mod, denn mit einer Feuerrate von 13,33 ist die eigentlich sehr gut. Als Exlos-Mod haben wir hier Vigilante Vorräte drin. Wir haben 3 Former verbaut, das passt ziemlich genau mit diesem Bild. Vigilante Vorräte haben wir nur drin für den passiven Bonus der Vigilanten-Mods. Heißt eine 5% Chance, dass unsere kritischen Treffer der Primärwaffe verbessert werden.
Heißt, wenn wir einen Yellow Crit machen, haben wir eine 5% Chance, dass es ein Orange Crit wird, und ein Orange Crit hat eine 5% Chance, dass es ein Red Crit wird. Als Arcana haben wir Arcana Primera Deadhead, gibt uns mehr Schaden bei Kopfschüssen, 120% mehr Schaden, wenn wir Kopfschusskills machen für 24 Sekunden. Das ist bis zu dreimal stapelbar, ist also ein ordentlicher Buff. Dann ein 30% höherer Kopfschussmultiplikator und weniger Waffenrückstoß, der ist aber relativ egal. Ja, wir gucken uns das Ganze mal gegen 185er Heavy Gunner an. Ich denke, wir gehen direkt in den stählernen Pfad mit rein. Das ist allerdings hier neu, dass man jetzt so Kampftruppen von Sentients, Grenier, Corpus, Befallene und Orokin direkt spawnen kann. Einfach eine bunte Mischung, das ist ziemlich geil. Aber wir gucken uns das Ganze wie die anderen Waffen auch, damit es fair bleibt, mit 20 korrupierten Heavy Gunnern auf Level 185 an. Aber stählerner Pfad ist aktiv, das müssen wir beachten. Das ist bei vielen Waffen, die ich teste, nicht so oder lange Zeit nicht so gewesen, weil die Option nicht existierte. Gut, ebenfalls müssen wir beachten, dass ich eine Katze ausgerüstet habe. Ich habe keine Katze ausgerüstet. Wieso wird mir angezeigt, dass ich eine Katze hätte? Okay, wir müssen beachten, dass durch die galvanisierten Mods und durch das Arcana erst nach 5 Kills diese Waffe ihr volles Potenzial hat. Aber ja, fangen wir an. Sieht am Anfang jetzt noch nicht so krass aus. Schnittschaden ist aber da. Das war Kill Nummer 1. Kill Nummer 2. Ja, hier müssen wir auch ein bisschen nach Deadhead gucken. Dass die Gegner nicht durch Schnittschaden getötet werden, sondern durch Kopfschussschaden. Aber jetzt haben wir 4 Gegner getötet. Das ist der 5. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben 84 Schuss im Magazin. Und es müssten, ja, 7 Schuss tot. Durch den Schnittschaden. Ja, manchmal braucht man ein bisschen mehr. Ich sag mal, 7 bis 9 Schuss reichen in der Regel, damit ein Gegner stirbt. Nachdem wir die Buffs von galvanisierte Kammer und galvanisierte Begabung aktiv haben. Wenn wir auf den Kopf schießen, wenn wir woanders hinschießen, dann brauchen wir ein bisschen mehr. Das waren jetzt 20 Schuss, könnte aber reichen, wenn wir den Kopf keinmal treffen. Ah, nicht ganz. 30 Schuss würde ich sagen, dann sollte das reichen, wenn wir nur auf den Körper schießen, nachdem die Buffs aktiv sind. Aber an sich eine sehr gute Waffe. Macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Und wir gucken uns das zweite Bild dazu an. Und es ist wirklich sehr ähnlich von den Damage-Zahlen her. Und vom Kill-Speed her. Das zweite Bild haben wir hier ohne Einkerbung. Stattdessen, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Wir haben statt Einkerbung kritische Verzögerung drin. Mit 200% mehr Crit-Chance, aber dadurch weniger Feuerrate. Ist bei dieser Waffe nicht unbedingt schlimm, dass wir hier 20% weniger Feuerrate haben. Allerdings haben wir auch etwas weniger Damage, weil wir bösartige Kraft benutzen, statt, obwohl wir können, ich habe es eigentlich wegen dem Format drin, wir können natürlich auch infiziertes Magazin hier reinnehmen, statt bösartige Kraft. Bei bösartiger Kraft hätten wir noch ein bisschen mehr Statuschance, aber machen wir es mal so, dass wir wirklich nur Einkerbung austauschen gegen kritische Verzögerung. So, weniger Base Damage, dafür aber 200% mehr Crit-Chance. Ich simuliere hier nochmal. Auch hier, wir müssen darauf achten. Erst nach 5 Kills haben wir das volle Potenzial erreicht. Wir sehen etwas weniger Red Crits, würde ich sagen. Im Moment. So, wir haben derzeit 4 Kills, das ist der 5. Und jetzt gucken wir drauf, wir haben 84 Magazin. Das waren jetzt 7 Schuss und er ist tot. Das waren jetzt 8 Schuss, aber das dürfte trotzdem tot sein. Und normalerweise schießen wir ja nicht in
diesen Tempo auf unsere Gegner. Das ist jetzt einfach nur, um zu zeigen, von wegen wie viel Schuss wir in der Theorie bräuchten, bis ein Gegner stirbt. Normalerweise halten wir natürlich drauf. Und dann geht das relativ schnell. Es sind keine Arcanas aktiv, auch wenn da oben jetzt gerade ein Arcana aktiv ist. Das ist kein Arcana, der hier die Waffe bufft. Obwohl, nee, das, der da oben, der bufft die Waffe natürlich. Das ist Arcana Deadhead, aber ich meinte jetzt von den Warframe Arcanas haben wir keinen, der unsere Waffe bufft. Deswegen ja, eine sehr schöne Waffe, sehr gute Waffe. Wenn man die Godwar Prime nicht hat, dann kann man, wenn man eine ähnliche Waffe spielen möchte, mal sich die Aeolak angucken. Die müssen wir hier auch irgendwo haben. Oder die Basa. Die Basa ist auch sehr nice. Ich weiß gar nicht, ob ich zum Basa ein Bildvideo habe. Aber Aeolak ist eine Waffe, die ähnlich vom Damage her funktioniert. Hier haben wir sie. Die auch sehr nice zu spielen ist. Ungefähr ein ähnliches Schussmuster hat. Deswegen könnt ihr euch angucken. Habe ich ein Bild zu gemacht. Kuvakarak auch in der Liga, würde ich sagen, auch sehr nice. Muss man allerdings schauen, dass man hier einen guten Bonus hat von seinem Kuvalich. Aber ja, gibt's auch ein Bild hier auf dem Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.